Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Laptops für Videoschnitt vor. Wie immer, sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, um in Zukunft kein neues Video mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen. Also, lehn dich zurück und viel Spaß! Das Asus ZenBook Pro Duo 15 ist ein einzigartiges Dual-Screen-Notebook mit einem 15 Zoll 4K OLED-Panel im oberen Bereich und einem kleineren OLED-Bildschirm über der Tastatur. Asus hat sich seit der ersten Iteration des Asus ZenBook Duo weiterentwickelt und durch Verbesserungen bei der Verarbeitungsqualität und Ergonomie einige der ursprünglichen Probleme behoben. Ist es genug gewachsen, um Asus Vision eines Laptops mit zwei Bildschirmen zu etwas zu machen, wonach die Verbraucher schreien? In mancher Hinsicht ja, aber es fühlt sich immer noch wie ein Nischengerät für eine Untergruppe von Content-Creatern, Programmierern und Gamern an. Das ZenBook Duo Pro bietet leistungsstarke Spezifikationen für Aufgaben wie Programmieren, 3D-Rendering und Co. Und ein zweiter Bildschirm sorgt nicht nur für einen Wow-Faktor, sondern auch für Funktionalität. Einige werden die Position der Tastatur und des Touchpads nicht mögen und der Preis ist eine ernsthafte Abschreckung. Aber das ZenBook Duo Pro sollte von Content-Creatern und Programmierern definitiv in Betracht gezogen werden, die unterwegs mehr Bildschirmfläche benötigen. Das MacBook Pro 2021 ist eine stark verbesserte Version seines Vorgängers, die mit den neuesten Apple-Komponenten ausgestattet ist und einen neuen Leistungsrekord für MacBooks aufstellt. Sein wunderschönes neues Liquid Retina XDR Display lässt so ziemlich alles gut aussehen, was du darauf machst. Und die 1080p Webcam auf der Oberseite lässt sich bei Videogesprächen mit Freunden und Kollegen gut aussehen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Kerbe, Sie werden sie nach ein paar Minuten gar nicht mehr bemerken. Mit seiner komfortablen Tastatur, den großartigen Lautsprechern und einer Batterielaufzeit von mehr als 15 Stunden mit einer einzigen Ladung ist das Mac Pro 2021 bereits ein starker Anwärter auf eines der besten MacBooks auf dem Markt und eines der besten Laptops überhaupt. Aber jetzt, wo die Touchbar verschwunden ist, die MagSafe-Ladestation wieder da ist und die Anschlusspalette um einige Anschlüsse erweitert wurde, die Content-Creator und Programmierer wirklich nutzen können, könnte dies das beste Notebook für Videobearbeitung, 3D-Rendering oder Programmierung sein, das du jetzt kaufen kannst. Natürlich müssen Sie für dieses Privileg bezahlen, da die Konfiguration des 16 Zoll Pro 2021 für maximale Leistung mit einem ziemlich hohen Preis verbunden ist. Im Gegensatz zur preisgünstigen MateBook D-Serie ist die höherwertige 13.2 MateBook X-Serie das Flaggschiff der ultradünnen Prosumer Notebooks von Huawei. Vergleichbar mit der Dell XPS, HP Spectre, Asus ZenBook oder Lenovo Yoga-Serie. Das neueste Modell 2021 ist eine interne Überarbeitung des Modells 2020 mit einer neuen Kühllösung und einem neuen Intel-Prozessor der 11. Generation, der die älteren Optionen Comet Lake U und GeForce MX ersetzt. Wenn Sie ein neues Notebook zum ersten Mal aus der Verpackung nehmen, nachdem Sie es aus dem Styropor herausgenommen und die schützende Plastikfolie entfernt haben, berühren Sie das Gehäuse. Bei den meisten Geräten ist dies eine banale Angelegenheit, denn Sie berühren Kunststoff oder etwas ähnliches Nützliches. Bei teuren Geräten wird ein Aluminium Unibody verwendet, um Gewicht zu sparen. Oder wenn Sie etwas noch leichteres wollen, dann eine teure Lithium-Magnesium-Legierung. Aber auch bei einem Metall-Unibody-Design sind nicht alle gleich und es kommt darauf an, wie das Gehäuse behandelt, geätzt oder veredelt und als Teil des Designs behandelt wird. Das MateBook hier fühlt sich sehr glatt an, aber wenn man mit der Hand sanft darüber streicht, spürt man ein leichtes Vibrieren. Das Notebook bietet mit seinem Intel Core i7 der 11. Generation eine ausbalancierte Leistung für Content Creator, aber auch Gelegenheitsgamer. Das MacBook Pro 13 Zoll ist ein Laptop voller Widersprüche. Es ist revolutionär, aber geht auf Nummer sicher. Aufregend, aber ein bisschen langweilig. Eine merkwürdige Wahl. Und gleichzeitig absolut sinnvoll. Die gute Nachricht ist, dass es mit Apples brandneuem M2-Chip ausgestattet ist, von dem das Unternehmen verspricht, dass er die Leistung gegenüber dem M1 um 40% steigert und dennoch bleibt der Preis derselbe wie beim Vorgängermodell. Für diejenigen, die einen MacBook Pro 13 Zoll kaufen wollten, ist das MacBook Pro 13 eine gute Alternative, da sie das M2-Upgrade praktisch umsonst bekommen. Allerdings hat die fehlende Preiserhöhung ihren, nun ja, Preis, denn das MacBook Pro 13 Zoll hat das gleiche Design wie das Vorgängermodell und das davor. Wenn Sie das Aussehen des alten MacBooks lieben, wird das kein Problem sein, aber das Fehlen eines neuen Designs sorgt dafür, dass Sie sich von Apple ein wenig vernachlässigt fühlen. Und das, obwohl es eines der besten Notebooks ist, das man derzeit kaufen kann. Der M2-Chip leistet hier gute Arbeit und bietet eine hervorragende Leistung, vor allem bei der Videobearbeitung. Und auch im Alltag ist das MacBook Pro 13 Zoll sehr gut zu gebrauchen, da mehrere Apps gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne dass das MacBook Pro 13 überhaupt Probleme macht.
Das Samsung Galaxy Book 2 360 könnte das beste Notebook sein, das Samsung je hergestellt hat. Während Samsung-Smartphones seit langem bei vielen Benutzern beliebt sind, entwickelt sich auch die Galaxy Book-Reihe von Laptops zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Apples MacBooks und Microsoft Surface-Reihe. Die neueste Ergänzung der Galaxy Book-Reihe ist das Galaxy Book 2 360 der zweiten Generation. Ein wirklich attraktives Convertible-Modell, das sowohl als Laptop als auch als Tablet verwendet werden kann. Das auffälligste Merkmal des Book 2 360 ist jedoch sein auffälliges AMOLED-Display. Auf dem Papier mag es nicht besonders beeindruckend klingen, da das 15,6-Zoll-Display nur eine Auflösung von 1920x1080 Pixel bietet. Aber die AMOLED-Technologie sorgt für eine hervorragende Bildqualität mit gestochen scharfen, lebendigen Farben und einem Grad an Klarheit und Detailreichtum, der wirklich höher aussieht, als es die 1080p-Auflösung vermuten lässt. Samsung gibt keine Zahlen für die Bildschirmhelligkeit an, aber mit bloßem Auge kann das Display des Galaxy Book 2 360 mit teuren Konkurrenten wie dem 13,3 Zoll MacBook Air von Apple mit seinen 2560x1600 Pixeln Display mithalten. Das Notebook ist ideal für Arbeit, Schule oder Universität. Das Samsung Galaxy Book Pro ist das neueste Flaggschiff des fast alles erobernden Elektronikriesen. Ich sage fast, denn während Samsung in vielen Bereichen dominiert, darunter Smartphones, Fernsehgeräte und Speichergeräte, um nur einige zu nennen, hatte das Unternehmen bei Laptops nicht den gleichen Erfolg. Mit dem Samsung Galaxy Book Pro, einem eleganten High-End-Notebook, das von Intels Prozessoren der 11. Generation angetrieben wird, will das Unternehmen das nun ändern. Genau wie das HP Spectre X360 und das Dell XP13 ist auch das Samsung Galaxy Book Pro ein Intel Evo zertifiziertes Notebook. Mit High-End Intel CPUs und Samsungs Galaxy Branding, das das Unternehmen seinen Flaggschiffprodukten vorbehält, ist es vielleicht keine Überraschung, dass das Samsung Galaxy Book Pro ein etwas teureres Notebook ist. Für Videoschnitt oder die Arbeit ist das Galaxy Book Pro aber perfekt. Asus hat endlich seine neueste Asus ZenBook Flip OLED-Serie vorgestellt. Dieses Asus Notebook ist vollgepackt mit den neuesten Funktionen und Prozessoren und ist bereit, den Markt zu beherrschen, wenn es um Touchscreen-Notebooks geht. Das Asus ZenBook 14 Flip OLED ist wie ein Panzer gebaut und verfügt über eine robuste Verarbeitungsqualität. Das 360-Grad Ergo-Lift-Scharnier sorgt für Sicherheit bei der Bedienung. Das Metallgehäuse wiegt insgesamt etwa 1,4 Kilogramm. Der Ergo-Lift-Scharniermechanismus bietet Platz für eine bessere Kühlung des Laptops und einen optimalen Platz zum Tippen auf dem Schreibtisch. Mit seiner kompakten Bildschirmgröße von nur 14 Zoll und einer Dicke von 15,9 mm ist es vielseitig genug, um es überall mit hinzunehmen. Für den Komfort der Kunden ist es außerdem nach dem US-Militärstandard 810H zertifiziert. Das Display des Asus ZenBook 14 Flip OLED ist gut, das ist eine Untertreibung. Wer ein professionelles Notebook für Videobearbeitung, Programmierung und Co. sucht, sollte das Asus ZenBook 14 Flip unbedingt in Betracht ziehen. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Notebook war euer Favorit? Schreibt's in die Comments. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.